Weihnachtlich wurde es am vergangenen Sonnabend in der Neukruger Straße. Der Weihnachtsmarkt der Volkssolidarität hatte wieder eingeladen. Und wer es vorher nicht wusste, der sah es spätestens kurz vor 11:30 am Vormittag. Denn der Ansturm auf den bereits zur Tradition gewordenen Weihnachtsmarkt war groß. Wie immer kam der Weihnachtsmann persönlich vorbei, um die kleinen Besucher zu erfreuen. Vorstand Petra Förster freute sich, dass die Leute gern hierher kommen. Wir freuen uns, dass das eine sehr schöne Tradition geworden ist. Auch wenn man mir sagt, Traditionen soll man nicht so bewahren. Aber manche Traditionen sind auch wirklich schön und die sollte man bewahren. Und wenn man so die Eröffnung sieht, dann freuen wir uns, also alle Mitarbeiter, die immer so helfen. Hier freuen wir uns ganz besonders, wie zahlreich doch unser Weihnachtsmarkt in Anspruch genommen wird und wie viele Leute schon im Vorfeld stehen, um hier reinzukommen. In diesem Jahr haben wir sogar unsere Halle freigeräumt mit der Bühne, aufgrund dessen, weil so viele Händler da sind, um Platz zu haben, haben wir die Bühne nach draußen genommen. Was auch zur Tradition geworden ist, was auch besonders schön ist, dass wir jedes Jahr das Karussell kostenlos für unsere Kinder anbieten können. Dafür ist unser Trödelstand da und unsere Tombola, womit wir das dann finanzieren. Verschiedene Stände boten von Kunsthandwerk über Gestricktes und Selbstgenähtes bis hin zu Schnitzarbeiten und Schmuck die unterschiedlichsten Geschenkideen. Etwa 30 Mitarbeiter der VS helfen hier ehrenamtlich mit, dass der Markt stattfinden kann. Mitglieder des Tierschutzvereins Güstrow hatten Adventskränze selbst gefertigt und boten sie ebenso wie selbstgebackene Kekse an ihrem Stand an. Erstmals schloss sich an den Markt am Abend eine Glühweinparty an. Hier wollten die Organisatoren sehen, ob ein solches Angebot ebenso angenommen wird. Dann könnte auch das zu einer Tradition werden.